Ein wundervolles und herzliches Willkommen zum letzten Mal. Wahrscheinlich dieser Vorsprung. Wir hatten eine Saison mit unfassbaren 21 Rennen und die sich über 8, wenn man die Sommerpause zurechnet, 9 Monate überstreckt hat. Und ja, das allein nicht schon, aber es gab insgesamt 1266 Runden zu absolvieren, wenn man jedes Rennen beendet hätte, würde ich mal sagen. Und ja, das in dieser unfassbaren Season, würde ich mal sagen, blicken wir auf ein paar Rennen zurück. Auf spektakulären 5 Kontinenten und natürlich auch 21 Rennstrecken wurde diese Saison zusammengefasst. Blicken wir mal ein bisschen auf das Ranking zurück. Und hier ist klar zu erkennen, dass Red Bull, Ferrari und auch Mercedes die Konstrukteursweltmeisterschaft dominiert haben. Dahinter gefolgt von McLaren und Renault. Also das war schon sehr, sehr mächtig von Mercedes, was sie hier geliefert haben. Auch die meisten Siege, was das betrifft. Hamilton mit 11 und dahinter auch Bottas mit 4. Dann Verstappen mit 3, Leclerc 2 und Vettel dann noch einen Sieg. Ist nicht so, vielleicht auch 2, wären Kanada das nicht gewesen. Aber auf das werden wir auch zurückblicken im Teil 1 unserer Teil 2 Videoserie. Mercedes hat insgesamt 15 Siege, Red Bull 3 und Ferrari auch 3. Also, und als bestes Best of the Rest Team McLaren. Die meisten Punkte allerdings hatte Leclerc mit 7 und Hamilton und Bottas mit jeweils 5. Dahinter 4 wäre dann Vettel mit 2 Poles. Also war auf jeden Fall eine spektakuläre Season. Wir blicken mal von ganz vorne an in die Season zurück. Rennen 1, Melbourne 01, Australien. Wir erinnern uns alle an dieses wundervolle Rennen in Australien. Noch alles sehr, sehr ungewiss. Und hier zack, links schon Bottas mit einem, Ricciardo mit einem fetten Flügelabfaller. Und ja, hier haben wir dann nochmal die Review, was da so war. Ich dachte mir, das wäre mal so cool, wenn wir eine kleine Review machen werden, über die ganze Saison überblicken. Das waren noch nicht alle Statistiken, also da kommen in Teil 2 noch ein paar. Und natürlich auch die ersten oder noch die, ja, noch mit Zac Brown vor allem. Der wurde ja nachher ersetzt und die ersten Ausfälle war klar, dass die auch passieren werden. Kinderkrankheiten mussten auch ausgelebt werden und so weiter. Und hier auch schon Leclerc gegen Verstappen, das war schon der Vorrenner und auch ein paar Verbremse, ist klar, aber Leclerc gegen Verstappen war schon ein bisschen der Vorrenner, so ein bisschen rückblickend auf die ganze Season, über Ferrari gegen Red Bull, so ein bisschen der Fight um P2 und hier natürlich das Scheitern von Pierre Gasly, der Rennen für Rennen im Red Bull zu dieser Zeit noch sehr, sehr schlecht war und deswegen auch dann später rückrekrutiert wurde und das erste Rennen hat Valtteri Bottas gewonnen. Thank you guys. Ja, hier diese Freudenbilder zum Schluss noch. Ein unfassbarer Season-Auftakt mit, ja, bisschen Spannung, aber natürlich auch schon der Countdown zum wohl größten Moment, der diese Season beeinträchtigt hat. Hier, Sakir, Rennen Nummer 2, Bahrain. Ja, ich habe das ein bisschen von YouTube benutzt, also von Formel 1, von YouTube-Channel. Und hier, klar dominierend Ferrari, Vettel vor Leclerc. Das wurde noch zum Fight des Jahres, würde ich mal sagen. Und hier schon Vettel, Leclerc auf 3 zurückgeschlagen mit im Dreierkampf hier. Oh mein Gott, und ja, natürlich auch wupp, die ersten Crashes. Ja, Hamilton gegen Bottas, das war auch ein kleines, am Anfang würde ich mal sagen, Auge-um-Auge-Duell. Und ja, natürlich auch ein paar Unfälle. Bahrain an sich ein megamäßig schönes Rennen, ein bisschen später. Und war auch richtig gut zum Ansehen, viel Action, da ist auch immer Action. Ich erinnere mich da an 2013 zurück. Oh, 2014 glaube ich war es, wo Rosberg und Hamilton da erbittert gefightet haben. Und auch dieser Fight hier war interessant. Dazwischen noch ein paar Abflüge für eure Fehler von Giovinazzi, der uns auch nächstes Jahr erhalten bleibt, würde ich sagen. Ich bin ein Fan von ihm. Er ist noch nicht der erfahrenste Fahrer, aber was soll man sagen? Und hier dieser Abflug, wo eigentlich nichts passiert ist, hatte dann zur Folge diesen, Flügelschaden. Aber der Abflug, wo keiner schuld war, wo er schuld war. Und dann das hier, dieser Fehler von, oder diese Motorprobleme, die Leclerc um den ersten Sieg brachte. Well, guys, that was extremely unfortunate for der dritte Charles, noch gerettete Platz für Leclerc, weil er das auch noch geholt hat. Und ja, so sah dann das Podium aus. Erstes Podium für Leclerc Erstes Podium im zweiten Rennen für Ferrari, also auch ein sehr, sehr gutes Rennen. Und wir kommen zu China und diesen sagenumwobenen 1000. Rennen der Formel 1 Geschichte. Wer würde sich hier als Meister aller rausstellen und das 1000. Rennen gewinnen, wurde hier gefragt. Oh mein Gott, Lando Norris mit einem kleinen Abflug. Und ja, das war natürlich nicht schön. Und hier auch das Battle nochmal hier auf die Saison verteilt. Am Anfang zumindest auf Augenhöhe mit Vettel und Leclerc. Und am Anfang noch meist für die besseren
fürs Bessere für Vettel. Aber dann am Anfang des Rennens, würde ich mal sagen, und dann am Ende eigentlich meistens hin, war eigentlich immer Leclerc der Lachende, der ihn da immer besiegen konnte. Aber gut, hier jetzt mal Stand ist Leclerc klar, oder Vettel wieder mal, oder Vettel mal vorne. Post schwenkt die Flagge in diesen epischen Rennen und Hamilton sicherte sich den Sieg in diesem ja, geschichtlichen, tausendsten Rennen der Formel 1 Geschichte. Dahinter Verstappen und Vettel. Ah, Bottas und Vettel natürlich. Und ja, das war erstes Podium für Vettel. Und bis dahin, Mercedes dominant, unerreichbar, Baku hier zwischen den beiden Toro Rosso. Auch als Qualifikation schon für Alexander Albon, was man hier noch nicht wusste. Und ja, Verstappen gegen Leclerc, das auch. Leclerc-Verstappen-Spiegel-Event hier gegen mit Ricciardo und Kvyat. Ricciardo, der ja Kvyat schon überholt hat, sich dann vertan hat und ja, dann geradeaus gefahren ist. Und er hat dann beim Rückfahren hat in den Unterboden beschädigt. Also das war schon mega, mega auch gut für Leclerc, für Bottas gewesen und hat ihn doch sehr, sehr gut aussehen lassen. Die ersten Rennen wirklich sehr, richtig gut, konstant und megamäßig gut von Bottas. Und dann ja, jetzt kommt Spanien. Barcelona 2019, Rennen Nummer 5. Hier in diesem Circuit de Catalunya, Barcelona. Natürlich sehr, sehr bekannt von den schneereichen Tests im Februar. Und ja, was soll man sagen? Hier innen zu dritt, ja, der Leidtragende war da Bottas leider. Oder war das Bottas? Ja, war leider Bottas, der da erstmals zurückfiel und dann wieder nach vorne kam. So, hier wieder Leclerc-Vettel, die fuhren auf so einem, oder sind auf so einem hohen Niveau gefahren, dass man es eigentlich nicht mehr, ja, dass man eigentlich nicht sagen konnte, wer der Bessere war. Hier Norris noch mit anfänglichen Schwierigkeiten, aber wir werden auch nächstes Mal im nächsten Teil 2 auch die Loser, die Newcomer des Jahres und so weiter können. Und ich denke mal, da ist Norris schon weit vorne, aber man muss natürlich auch so, oh mein Gott, ja gut, ich meine, ich würde mal sagen, das war teilweise schuld. Und hier auch wieder Hamilton mit, auch und natürlich auch die konstantesten Fahrer, nicht nur Hamilton, weil er sehr, sehr viele Rennen gewonnen hat und auch eigentlich so gut wie in jedem Rennen punkten konnte. Wir werden da auf jeden Fall auch zurückschauen, aber jetzt kommt es mal. Monaco, 78 Runden voller France Power und natürlich im roten Helm Design, weil auch Niki Lauda gestorben ist oder ja, dieses Jahr im Mai, ein paar Wochen vor dem Monaco Grand Prix und ja, deswegen, ja, Leclerc mit einem Qualifying wurde dann ein bisschen nach hinten geschleudert und hat es dann in ein paar Kurven übertrieben und hat sich in dieser Szene hier den Reifen zusammengehauen und war dann aus für ihn. Und hier, das war auch sehr, sehr interessant. Valtteri Bottas gegen Verstappen in der Box. Gab am Endeffekt für Verstappen eine 2, 3, 5 Sekunden Strafe. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, konnte es auch nicht finden. Und dann auch hier dieser Stau, dank Kubica, glaube ich, ist das. Und auch, oder warte mal, wer war denn das? Ja, es ist Kubica und Giovinazzi haben die ganze Strecke abgesperrt. 3, 4 Fahrer. Und ja, ich meine, was soll man sagen? Und hier auch, yo, ein paar enge Überholmanöver. Das sind wir auch von Monaco gewohnt. Für das lieben wir Monaco. Und auch mit den roten Cappies hier in Monaco angereist. Alle mit diesen roten Halo, roten Cappies. Und das war auch alles im Gedenken von, von Niki Lauda. Hier auch Verstappen mit der Brechstange, wie wir ihn kennen, auch das ganze Jahr. Lewis, that was a victory worth, Niki. Well done, unbelievable job, congratulations. Also für Hamilton, und weil er Hamilton abgekürzt hat, hat aber keine Strafe und so weiter gegeben. Frankreich, Le Castellet 2019. Und ja, falls ihr schon gehabt habt auf die Season 2020, schaut auch gerne auf unsere Karriere vorbei, die geht bald weiter. Also morgen sollte dann gleich der nächste Teil kommen. Hier, dieser Teil kommt, denke ich mal, Freitag oder so. Seid auch da gespannt. Und auch der Mega-Season Review kommt noch. Und ja, der Start sehr gut. Und für das gab's, ja, für dieses unsaubere Überholmanöver, Ausfahrt, Verbremsmanöver, gab's eine Strafe. 5 Sekunden. Und hier auch Vettel, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, warum der so weit hinten gestartet ist. Verbocktes Qualifying oder so. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall, ja, da sich vorkämpfen müssen, jetzt hinter Verstappen. Und auch hier wunderschöne Überholmanöver. Das ist schon in der letzten Kurve passiert. Viele, viele Abkürzungen. Und ja, am Ende sollte man denken, der lachende Letzte war Ricciardo. Aber der hat sich durch dieses Überholmanöver, wo er von. Nein, Ricciardo, warte mal, wo war das? Okay. Durch das Überholmanöver, wo war das? Jetzt ist es wieder vorbei. Ich denke, genau wegen dem hier eine Strafe geholt.
und auch das war sehr, sehr regelwidrig, wo er neben der Strecke an dem Alfa Romeo vorbeigefahren ist. Für das hat es eine Strafe gegeben, aber auch hier hieß der Lachen der erste wieder Hamilton und dahinter Bottas. Also diese Kombi war am Anfang, glaube ich, kaum zu sprengen. Dass sich aber dann am Ende, was im nächsten Video auch passieren wird, deutlich ändern wird. Und wir werden heute bis Saisonmitte, würde ich sagen, bis Deutschland schauen, uns die ganze Season nochmal in Review an. Und auch Hamilton hat ja extrem gut und dominierend gewonnen. Und jetzt Österreich, ein wundervoller Grand Prix in Spielberg natürlich. War am Anfang natürlich sehr, sehr schlecht für Verstappen. Sehr, sehr gut. Leclerc mit seiner ersten Pole hier in. Nein, zweite Pole, sorry, in Bahrain hat er auch eine Pole. In der zweiten Pole. Und ja, es kam hier am Ende dieses Rennens, dieses Wochenendes, dieses Rennens zu erheblichen Diskussionen, würde ich sagen. Und zu einer Frage, wer hier schuld ist. Und ja, Verstappen hier natürlich mit nach seinem verbockten Start sehr, sehr weit nach hinten gereicht. Und auch Vettel mit Problemen durch, keine Ahnung, die Boxenstops überhaupt bei Ferrari und strategietechnisch waren extrem schlecht. Und ja, Verstappen wieder Vettel. Und ja, das, wie gesagt, die Ferrari gegen Verstappen waren dieses Jahr richtig gut. Und hier haben wir das endgültige Überholmanöver, das die Diskussionen zum Überkochen bringt. Nein, das jetzt noch nicht. Hier war es noch ziemlich in Ordnung, sehr, sehr gut. Jeder hat sich Platz gelassen, alles perfekt, würde ich sagen. Aber ja, dann eine Runde circa später, oder sagen wir mal, ja, zwei Runden später, drei Runden später, kam es dann zu McLaren. Hier fährt Verstappen, drückt hier Leclerc von der Strecke, offensichtlich, und wurde dann als Rennunfall deklariert. Aber ich denke mal, es war schon ein bisschen mehr. Hier sind sogar Teile geflogen, sie fahren nebeneinander in die Kurve. Und ja, dann hat irgendwie, das war sogar ein Rampler, so. Ich weiß jetzt nicht, ob das okay war, aber ja, es war halt Racing. Aber im Endeffekt war Verstappen dann der lachende Erste, würde ich mal sagen. Und Hamilton mit einer miserablen und schwachen Leistung in Österreich. Nur auf Rang 5. Und Bottas super auf noch, weil Ferrari war klar, oder Mercedes war klar, dass sie hier eigentlich schlecht sind. Und ja, jetzt kommen wir zu Großbritannien. Eines der, würde ich sagen, Highlights des Jahres. Zwischen den Mercedes, würde ich sagen, weil da war klar, hier wollte Hamilton unbedingt gewinnen, und Bottas hat sich aber im Vortag die Pole gesichert. Und ja, es ging von der Runde 1 aus los, hier diese Überholmanöver, und dann kam in der vierten Runde nach wirklich extrem vielen Überholmanövern dieser, würde ich mal sagen, Befreiungsschlag für Hamilton, der da Bottas überholt hat. Leclerc wieder Dritter, also der hat auch eine konstante Season gefahren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ja, hier wieder Bottas vorne, und das ging halt wirklich rundenlang so, und viele, viele in der Box und so mit diesen Überholungen, und auch hier wieder in der Boxengasse überholt, hat Verstappen ziemlich oft und gern gemacht, weil ja, Red Bull eine extrem gute Boxenstopp, ja, Quote hat, weil die ja auch den Weltrekord haben mit 1 Sekunde 8, also 82, nicht mal 2 Sekunden für den Boxenstopp. Und auch hier wieder zwischen Leclerc und Verstappen, was hier, würde ich mal sagen, sehr, sehr regelwürdig war. Er hat sich den Schwung von neben der Strecke geholt und ja, sich dann hier, denke ich mal, schon einen Vorteil verschafft. Ja, aber hat sich wieder, ja, Gasly hier war endlich mal auf Augenhöhe, wirklich auf 6, und ja, da ging es aber wirklich nicht weiter nach vorne. Wenn man sieht, Verstappen hier fightet mit den Top 3 Teams, Top 4 Teams, und hier zack, Vettel und Verstappen kollidierten hier. Ja, blöder Fehler von Vettel, der hat auch dieses Jahr richtig nachgelassen, muss man sagen, mit dem schlechteren Ende für Vettel. Ja, genau, und jetzt beschwert sich jeder über jeden, und ja, Hamilton am Ende hin hat sich die schnellste Rennrunde geholt und den Rennsieg, hat sich aber jetzt 6 Siege in Folge. Bottas dahinter, Leclerc sehr, sehr gut, und auch Verstappen hat es nicht mal die gelingte Gesellschaft, aber dennoch auf P5. Ich denke mal, das war auch das beste Saisonergebnis von Pierre Gasly bis Brasilien. Vettel eigentlich nur noch zum Ende fertig gefahren. Und jetzt kommen wir zum letzten Rennen dieses Videos. Und das ist, denke ich mal, auch das beste Rennen der Saison 2019. Ich würde mal sagen, ich würde das ranken mit den besten Rennen, das es diese Saison gab. Das Regen-Chaos-Rennen, das letzte Rennen am Hockenheimring. Mega mäßig spannend mit vielen, vielen Ausfällen, Fehlern von Top-Teams. Und auch Halleluja, hier der erste Ausfall von Sergio Perez im Regen mit Inters. Und diese Kurve hier
hat ja zu Diskussionsstoff, für Diskussionsstoff gesorgt, weil es hier wie eine Schlitterbahn war, sind viele, viele rausgekommen. Und auch hier diese Dreher von Verstappen mit trockenen Reifen auf zu feuchter Strecke hat wirklich zu Diskussionen geführt. Und das war wirklich, ich denke, würde man sagen, 90% der Zuschauer würden sagen, dass das das beste Rennen hier seit Jahren war. Aber auch ein Jahr zuvor war es megamäßig spannend hier. Und auch große sind hier reingefahren. Leclerc in die letzte Kurve mit einem Endeffekt nachher Ausfall und Aufreger. Ja, hier Schlitterbahn, keines mit den, ja, mit den Slicks sogar noch, und dann ist nichts mehr gegangen, hat sich eingekrabbt. Und selbst Hamilton in, ja, 5 liegend hat sich hier den Flügel gefahren. Das hier hat dann noch für den Zündstoff zum Schluss gesorgt, dass er abgekürzt hat und eine Strafe kassiert hat. Penalty, 5 Sekunden für die Abkürzung, dass er nicht diesen Pylon genommen hat, sondern geradeaus gefahren ist. Aber das war sowieso auch, den haben sie leider, habe ich mir nicht gefunden, auch in richtig guter Position liegende Hülkenberg. Ich glaube, P3 war zu diesem Zeitpunkt, hat da richtig verschissen und hat da mit megamäßig viel Pech sein Auto in die Wand gesetzt. Und auch Bottas abgeflogen, in die Wand gefahren und draußen. Und ich glaube, das war auch das schlechteste Boxenstopp aller Zeiten von Mercedes. Die haben da über eine Minute an Hamiltons Auto gebraucht, also ich will nicht viel sagen. Aber auch hier, das war auch das Aufstreben von Vettel wieder. Der hat da richtig gut überholt, auch Gasly wieder mit Abflügen ohne Ende. Aber der wird dann auch bald rekrutiert zu Toro Rosso. Ich würde mal sagen, Leute, für heute war es das mal. Die letzten Überholmanöver von Vettel. Und lasst wirklich gerne ein kostenloses Abo da. Schaltet auch das nächste Mal zu Teil 2 an. Wir machen eine Review und natürlich auch ein bisschen blicken wir noch auf die Season zurück mit den Top und Flops der Season. Verstappen hat wieder gewonnen vor Vettel und Kwiat's erstes Podium. Und ja, für heute war es das mal. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Däumchen oben. Und besucht uns auch gerne auf Instagram und Twitter. Und Links sind unten in der Beschreibung. Seid das nächste Mal dabei. Morgen kommt dann das letzte Rennen in Abu Dhabi. Das große Finale. Bis dahin und später noch der Adventkalender natürlich. Bis dahin und ciao.